Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Heute präsentiere ich euch das Google Home Mini bzw. Google Nest Mini, wie es Google mittlerweile nennt. Wir haben hier die Verpackung mit einem Außenmaß von ungefähr 11,5 cm auf 10 cm auf 11,5 cm. Vorne die Verpackung schön schlicht gehalten. Hier steht drauf, was alles so zur Verfügung ist. Spotify, Google Fotos, könnte man Netflix, YouTube, Google Chromecast, TuneIn, Philips Hue, Wemo und vieles mehr. Das schauen wir uns dann in der App genauer an. Hinten großartig in klein. In Google Home Mini steckt der Google Assistent. Du kannst ihm Fragen stellen und ihn Dinge für dich erledigen lassen. Dein sprachgesteuerter Lautsprecher für jeden Raum. Ja, so ein paar Kleinigkeiten stehen drauf. Das ist nichts Besonderes. Hier stehen ein paar Beispiele dran, was man sagen könnte. Von unten haben wir Lieferumfang enthält Google Home Mini Gerät, Netzteil erforderlich. Google Home Mini Carbon habe ich hier. Es wird jetzt auch noch die Farbe Kreide geben. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt aus. So, dann packen wir das jetzt hier mal aus. Ich mache das jetzt einfach mal so. Zack, Folie auf die Seite legen. Schauen wir mal. Also unten haben wir hier dann packen wir es jetzt mal aus. Hier unten haben wir es aufgemacht und da haben wir das Teil. So, das ist in einem schönen Fließton. Sonst haben wir hier die Lautsprecher an Austaste. Zum Auf des Netzteil, Anstecker und sonst ist es kein AUX, nichts vorhanden und auch sonst nichts. Legen wir mal darüber. Machen wir mal die Packung auf. Los geht's. Verbinden das Netzteil mit Google Home Mini und der Steckdose, App installieren. Google Home Mini kennenlernen. Auf Nummer sicher. Ganz viele Garantien, Schutzhinweise. So, zack. Hier haben wir das Netzteil. Da ist ein Google-Logo drauf. Wir haben hier eine Länge von 1,5 Metern. Also damit denke ich mal, kann man auch recht weit weggehen. Mal hier einstecken, zack, das Kabel ist weiß, der Rest ist grau, ja, vom Aussehen her vielleicht nicht perfekt, wenn es so mitten im Raum steht, wenn es aber etwas versteckt ist, dann ist es nicht ganz so wichtig. Ansonsten, wir haben hier einen Preis von 30 bis 60 Euro, im Internet findet es mal bei 30 ungefähr und bei Google Direkt zum Beispiel werden wir ja bei 60 Euro und das Gerät ist ungefähr 173 Gramm schwer. Und ich würde sagen, dass wir es jetzt da mal anschließen werden. So, jetzt werde ich mal das Gerät einstecken. Schauen wir mal, wie es startet. Zack. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut. Das leuchten jetzt die vier Punkte. Leuchten jetzt etwas stärker. So. Jetzt lädt er. Jetzt gucken wir mal, schauen wir uns mal das Handbuch an. Okay, also er bringt es schon. Willkommen bei Google Home. Installiere die Google Home App einfach auf deinem Smartphone oder Tablet und schon kannst du loslegen. So, ich habe sie natürlich schon drauf. Ich benutze auch schon andere Geräte von Google. Machen wir ein bisschen mehr so, dass man ein bisschen besser was sieht. So. Wie wir es am besten machen. Wir wählen hier oben neues Gerät, drücken hier Gerät einrichten, gehen hier auf neue Geräte. Jetzt gehe ich kurz auf die Seite nur, weil da meine Adresse dran steht. Jetzt drehe ich das hier mal. So, jetzt sucht es nach Geräten.
Google Home Mini gefunden. Möchtest du dieses Gerät einrichten? Genau. Weiter. Zack, zack, zack. Google Home Mini wird hergestellt. Jetzt warten wir hier ab. Hast du den Ton gehört? Damit weißt du, dass du eine Verbindung mit dem richtigen Google Home Mini hergestellt hast. Ja. Google Home Mini noch besser machen. Möchtest du Statistik und Abschlussberichte Google teilen? Kann jeder für sich wissen. Ich will jetzt mal ja aus. Wo ist dieses Gerät? Ich werde es ins Schlafzimmer machen, weil ich schon im Wohnzimmer eins habe mit Display. Da kommt noch ein Video. Eindeutiger Name. Schlafzimmer 2. Machen wir mal Schlafzimmer einfach. Dieser Name wird bereits verwendet. Dann Schlafzimmer 1. So. Jetzt muss ich es mit dem Internet verbinden. Machen wir kurz das Passwort hier rein. Drücke auf Verbinden. Verbindung wird hergestellt. Pom pom pom. Dauert alles immer etwas länger. Es läuft und läuft und läuft. Jetzt haben wir es, jetzt ist es verbunden. Google Assistent einrichten, Google Partner, Google Schutz, Google Partners, Google Dienste und Datenschutzgeräte und Google Assistent. Weiter. Voice Match auf diesem Gerät aktivieren. Ich stimme zu. Ich stimme zu. Damit ist es, dass man deine Stimme erkennt. Die kennt meine Stimme schon, deswegen muss ich sie jetzt nicht mehr einrichten. Aber wenn ihr noch kein Gerät habt, würde das neu machen. Sie entscheiden, ob Aufnahme gespeichert werden solle. Audio ab jetzt speichern oder später. Ich drücke jetzt einfach mal auf Speichern. Habe alles gelesen und ich stimme zu. Mit Voice Match persönliche Ergebnisse erhalten. Ich stimme zu. 14 Tage werbefreien YouTube. Nein, danke. Standarddienste für Musik auswählen. Spotify, YouTube. Nehme ich mal Spotify. Videodienste werde ich jetzt keine hinzufügen. Audioanrufe mit Google Duo. Dass man telefonieren kann über die Box, mache ich mal an. Das überspringe ich jetzt. Du hast die Einstellung Geräteinformation bereits aktiviert. Über die Gerätedaten wird Kontakt gespeichert werden und die personierte Kontakte hochladen. Kontakte hochladen, Kontakte zugreifen. Du kannst E-Mails erhalten. Machen wir mal auf Anmelden. Gut. So, jetzt bist du fast hier. Kannst du deine Einrichtung überprüfen? Optional Musikwiedergabe. Geh mal auf Schlafzimmer, dieses Gerät und im Wohnzimmer noch Google Nest Hub. Abgeschlossen Gerät, Schlafzimmer 1, Spotify, WLAN und telefonieren. Weiter. Update wird installiert. Noch ungefähr 4 Minuten. Also würde ich jetzt mal sagen, dann werde ich in 4 Minuten nochmal kommen und es weiter drehen. So, jetzt sind wir wieder zurück. Es hat keine 4 Minuten gedauert, es waren vielleicht 1,5 Minuten. Schlafzimmer ist bereit. Weiter. Hallo, ich bin dein Google Assistant. Ich helfe dir gerne weiter. Fahr in der Google Home App fort, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren. Also wir sind jetzt schon extrem laut. Sag einfach okay Google, dein Google Assistant wird dir antworten, wenn du hey Google oder okay Google sagst. Musik abspielen, Lautstärke auf 20% stellen. Was steht heute an? Dinge erledigen und so. Ich habe, sagst Musik abspielen, Lautstärke auf, verstanden. Stimmt das? Nein. Okay, Google. Lautstärke auf 20. Tut mir leid, ich habe dich nicht verstanden. Dann nochmal. Okay, Google. Lautstärke auf 15% stellen. Das müssen wir ein bisschen leiser machen, nicht so laut hier. Okay, Google,
Lautstärke auf 20% stellen. Okay, es leuchtet nur, vielleicht hat es gemacht, das wissen wir jetzt gerade noch nicht. Okay, dann machen wir mal. Okay, Google, wie ist das Wetter? Momentan ist es in Leonberg bewölkt bei 6 Grad. Heute wird es bewölkt bei Temperaturen zwischen 2 und 7 Grad. Und morgen gibt es Regen und Schnee. Machen wir auf Einrichtung abschließen. Jetzt gehe ich mal hier auf Schlafzimmer. Hab ich das irgendwie übersehen? Hier haben wir es doch. Gehen wir hier drauf. Und wird nicht abgespielt. 4%. Okay, Google. Spielmusik von Spotify. Verstanden. Musik auf Spotify. Bitte sehr. Na, jetzt. Jetzt haben wir es, dass er nicht mehr so laut ist. Das ist auch, müsst ihr aufpassen, das war von Anfang an auch wirklich sehr laut gestellt. So, das tun wir hier nochmal drauf. Jetzt haben wir hier Einstellungen für Stellungen, Schlafzimmer, Hilfen, keine WLAN, digitale Wellbeing, Filter und Ruhezeiten kann man hinzufügen, Bässe, Standardlautsprecher, Standardlautsprecher, Wecker und Timer, Nachtmodus, aus, Bedienungshilfen, Nachtmodus. Du kannst die Lautstärke der Antwort und die LED-Helligkeit für bestimmte Zeiträume verringern, das wäre zum Beispiel nicht, gar nicht so schlecht, von 10 bis 6 Uhr morgens, jeden Tag. Die Helligkeit nachts, maximale Lautstärke nachts reduzieren. LED-Helligkeit könnte hell bleiben, das stört nicht. Nachtmodus bitte aus. Bedienungsstartton aus, Startton abspielen, Endton abspielen. Gekoppelte Bluetooth-Geräte, Vorschauprogramm, Gerätesteuerung umkehren, LEDs und Lautstärkeregelungen wechseln, wenn das Gerät die Position wechselt oder vertikal montiert wird. Können wir mal ausprobieren. LEDs und Lautstärkeregelung wechseln, Lautstärke beim Sprechen mit Google Assistant verringern, andere Personen die Steuerung der Geschwindigkeit starten, Google Home Mini noch besser machen, Erkennung und Personalisierung, okay Google, Reaktionsfähigkeit, dann haben wir Anrufe mit Duo, Geräte entfernen und die Firmware-Version hier unten. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ansonsten ist allgemein hier die Google Home App. Ich habe schon verschiedene Geräte, wie zum Beispiel auch meine Fritz-Thermostate, in denen es hier auch schon Videos gibt, wo ich die einstellen könnte. Verbindung wird hergestellt. Ich habe hier zum Beispiel auch meine Kamera, die bei mir im Flur hängt. Dafür gibt es auch ein Video, das kann man hier aber nicht anschauen. Das kann man nur auf dem Display von Google anschauen. Mein Trockner, Küchengeräte, Kühlschränke. Und sonst kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwas noch wissen wollt, sagt einfach Bescheid und schreibt in die Kommentare, folgt mir auch auf Instagram. Und wir sehen uns dann, wenn man oben drauf. Geht's auch, Play und weiter. Das wusste ich jetzt auch nicht. Oder vielleicht durchs Bewegen. Auf jeden Fall folgt mir meinem Kanal, folgt mir auf Instagram, lasst ein Like da und bei irgendwelchen Fragen stellt es in die Kommentare. Ciao.